Hi, hier ist deine PTA-Anlauf-Week am 7. August und das sind einige unserer Themen. Ungleiches Gehalt, erhöhten Milch das Brustkrebsrisiko und US-Digoxin ohne PZN auf der Packung. Weil die Vermarktung von Lenoxin Liquidum in Deutschland eingestellt wurde, sichert Ware in englischer Aufmachung die Versorgung mit dem Wirkstoff Digoxin in flüssiger Darreichungsform. Möglich macht dies eine Ausnahmegenehmigung. Die Packungen sind zwar in der Apothekensoftware gelistet, doch die PZN ist nur auf den Lieferscheinen und Rechnungen zu finden. Gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz haben Frauen und Männer für die gleiche Arbeit Anspruch auf denselben Lohn. Zahlen ChefInnen dennoch ungleiches Gehalt, müssen sie die Gründe dafür darlegen, und zwar glaubhaft. Milch steht im Verdacht, das Brustkrebsrisiko zu erhöhen. Ein Mythos? Oder besteht tatsächlich ein Zusammenhang? Der Krebsinformationsdienst liefert eine Antwort. Ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs durch Milch konnte bislang nicht eindeutig bewiesen werden. ASS zu 100 Milligramm kommt zur Thromboseprophylaxe zum Einsatz, aber auch in der Indikation Schmerzen und Fieber. Und hier liegt der Unterschied, wenn es um die Packungsgrößenverordnung geht. Denn ASS 100 zu 100 Stück kann eine Jumbo-Packung sein, die nicht von den Kassen erstattet wird. Tucareform ruft Humira 40 Milligramm in einer Charge zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Fälschungen in die legale Lieferkette gelangt sind. Der Parallelimporteur geht jedoch von einem Systemfehler aus. Tschüss!